Heute ist der 3. Juni. An diesem Tag nehme ich eine etwas kleinere Radtour. Es kommt nicht unbedingt auf die Länge drauf an, sondern auf die topografische Gegebenheit auf dieser Etappe. Das war meine Unterkunft. Ich habe Rybčinka verlassen. Ein anderer Kirchenbaustil. Das war der letzte polnische Grenzübergang auf meiner Tour. Von hier nach Pradejov sind es 23 Kilometer. Mein erdachtes Endziel. Und von hier aus zurück nach Krčinka sind es 13 Kilometer. Willkommen auf der Insel. Bezogen auf die Währung. Polen im Norden. Der Zloty im Westen. Tschechien. Die Krone. Im Süden. Ungarn.
bin im Hotel in Bardejov angekommen. Die historische Altstadt. Das war die Altstadt. Hier war mein Ausgangspunkt. Von hier aus folgte ich der Fahrstraße Richtung Grenzübergang. Hier ist an der Grenzübergang gewesen, außerhalb des Bildes, nach Bardejov. Und das ist das Höhenprofil. Hier begann meine Etappe bei 482 Höhenmeter. Hier war der Grenzübergang und zum Schluss hier angekommen bei 270 Höhenmeter. Heute ist der 4. Juni. An diesem Tag geht es erst einmal Richtung Westen, um nach Süden zu gelangen. Ich will um jeden Preis vermeiden, dass ich wieder auf einer vielbefahrenen Straße entlang fahre. Von hier, von der Kreisstadt, die nächste größere Stadt, ist die Bezirkshauptstadt Prešov. Das war meine Unterkunft. Ich habe Bardejov verlassen. Bisher bin ich 10 Kilometer gemessen von der Stadtgrenze nach Westen gefahren. Die Häuser, die man jetzt noch sieht, gehören zu Markolov. Fortan geht es jetzt
etliche Kilometer gen Süden. An einen Gebirgsbach entlang. Das gefällt mir schon viel besser, wie wenn ich immer nur an Feldern vorbeifahre, die bis zum Horizont reichen. Es gibt noch eine Alternative zu diesem Weg, nämlich die Transitstraße zwischen Polen und Ungarn. Da ist mir die aber tausendmal lieber. Ich bin zurzeit auf 820 Höhenmeter. Ab dieser Anhöhe beginnt für mich der Südhang der Karpaten. Am Südhang fließen alle Flüsse erst in den Theiß und dann in die Donau. Am Nordhang fließen alle in die Weichsel. Es gibt vielleicht auch ein paar Ausnahmen. Dem Südhang der Karpaten nicht verwechseln mit den südlichen Karpaten. Die sind nämlich in Rumänien. Und jetzt wieder auf 540 Höhenmeter gefallen. Irgendwie erinnert mich Maidan an die Ukraine. Kaum aus dem Wald heraus, schon wird es wieder deutlich wärmer.
in der Siedlung, wo man jetzt nur noch die Dächer sieht, war ich. Ich bin im Hotel in Trenincia angekommen. Beim Hotel. Ein kleiner Abendspaziergang. Die ganze Gegend hier ist auf Wintersport eingestellt. Mitten im Wald stehen überall kleine Hütten. Da eine. Zwischen die Bäume schimmert noch eine. Zurück im Hotel. Aufgrund der Neugestaltung meiner Tour und die Feststellung, dass es oftmals an den im Internet angegebenen Zielorte keine Unterkunft gab, kann es jetzt passieren, dass ich an manchen Ecken Zickzackfahrer, zum Beispiel wie heute von Barajov hierher, sind es 50 Kilometer. Von Barajov zu meinem morgigen Etappenendziel sind es 30 Kilometer. Das passiert daher, weil ich dann ab und zu mal paar Stationen noch reingeschoben habe, dass ich dann mit der Zeit hinkomme. Kurzstrecke wäre von Barajov nach Ungarn, nach Mikolaj, 2-3 Tage. Nur ein Blick auf die Karte. Die exakte Tour ist nicht mit drauf. Selbst der Ort kann ich nur erahnen. Der müsste in etwa hier liegen. Hier oben ist Barajov, bin ich nach Westen, nach Trenincia gefahren. Nach Süden hin liegt dann Brasov, das ist die zweitgrößte Stadt in der Slowakei. Nun ein Blick auf das Höhenprofil. Ich startete in Barajov bei 72 Höhenmeter und am Ende der Etappe habe sie nahezu verdoppelt und kam hier in Trenincia bei 543 Höhenmeter an.
Einen herrlichen Blick hat man aus meinem Hotelzimmerfenster. Heute ist der 5. Juni. An diesem Tag fahre ich mehrheitlich Richtung Osten. Ein letzter Gruß zurück. Das war meine Unterkunft. In die Richtung lag meine Unterkunft. Von da aus ging es abwärts. Unten im Tal ist die Verbindungsstraße nach Brasov. Und das ist meine Zielrichtung. Blick von einem der unzähligen Hügelgipfel, wo ich heute immer wieder drüber musste. Der Weg von meinem Ausgangspunkt bis hierher führte mich ausschließlich nur durch Felder und Wiesen. Das ist auch ein Zeichen, dass hier die Tatra allmählich zu Ende geht. Im Tatragebirge brauchte ich nicht über die Berggipfel hinweg.
Ich bin im Hotel in Stropkov angekommen. Hier in etwa liegt Tschetschenia. Der Weg führte mich an die beiden Großstädte vorbei nach Stropkov. Nun ein Blick auf das Höhenprofil. Ich startete in Tschetschenia bei 543 Höhenmeter und am Tagesende hier in Stropkov kam ich bei 192 Höhenmeter an. Heute ist der 6. Juni. An diesem Tag geht es ins Sowa-Gebirge. Das war meine Unterkunft. Wenn heute alles gut geht, wird die Tour deutlich kürzer wie die von gestern mit 73 Kilometern. Ein Blick zurück nach Stropkov. Ein Blick nach vorn. Die Berge hier erreichen keine 300 Höhenmeter mehr. Wenn ich von hier Richtung Osten fahren würde, also in die Ukraine. Dort werden dann die Berge wieder über 1000 Meter hoch. Die Grenze zur Ukraine sind keine 60 Kilometer Luftlinie entfernt. Ein klein wenig Kontrastprogramm zu gestern. Dieser Weg war eine Empfehlung des Autonavis, ist aber gescheitert. Er führt in eine Sackgasse. So muss ich wieder bergab nach Krist-Lovetsche gehen. Nun habe ich den Ort bald wieder erreicht. Was lehrt mich das? Nicht aus Autonavi hören, sondern nur aus Radnavi. Das Radnavi kannte den Weg nicht. Die Versuchung war groß. Ich hatte 63 Kilometer, dass das Navi, also das Radnavi berechnet hat, nur 44 zu fahren. Das ist Autonavi
gesagt hat. Und nun stehen 14 Kilometer Umweg zu Buche. Fast jeder Stadt oder Gemeinde stehen Heldengedenkstätten der Roten Armee. Denkweise des slowakischen Widerstandes gegen die pro-deutsche Regierung damals gekämpft hat. Die Berge sind bloß 300, aber hier hoch kommt man derartig ins Schnaufen, als wäre man hier schon über 1000. Und den Ort da unten, muss ich hin. Es ist 13.30 Uhr. Ich habe eine Mittagspause eingelegt. Mein Gefühl sagt, dass ich erst 20 Kilometer zurückgelegt habe, ohne den Umweg gerechnet. Aber noch mehr als 50 Kilometer noch vor mir liegen. Das kann sogar jetzt bedeuten, dass heute mit den Umweges eingerechnet mehr Kilometer zusammenkommen wie gestern. Das sieht aus wie Fischteiche. Von hier aus sind es noch 17 Kilometer bis zu meinem geplanten Endziel. Kilometer kann man in 3 Stunden schaffen oder in einer halben. Blick auf Humanae, mein erdachtes Endziel. Ich bin im Hotel in Humanae angekommen. Also nur ein Blick auf das Höhenprofil. Hier liegt Stropkov bei etwa 192 Höhenmeter und am Tagesende hier in Humanae kam ich dann bei 146 Höhenmeter an. Dieser Anstieg war die Sackgasse, also völlig umsonst. Und wie so oft, pünktlich zum Ende müssen 2 Anstiege noch sein. Und für die 17 Kilometer, die ich
habe ich etwas über eine Stunde gebraucht. Heute ist der 7.6. An diesem Tag beginnt die letzte Etappe, die vollständig in der Slowakei liegt. Von hier aus geht es weiter Richtung Süden. Sie ist eine sehr kleine Etappe. Mit nicht einmal 30 Kilometern in der Planung. Auch diese Etappe mit der von morgen zusammenzulegen, das wäre zu viel. Ich muss hier, wie in fast jeder Stadt, aus geschlossenen Fenstern filmen. Sonst wird das nichts. Der Straßenlärm ist derartig laut, dass man ein eigenes Wort nicht versteht. Die höchsten Berge, die es hier gibt, sind 600 Höhenmeter. Aber die Berge, die ich immer drüber gefahren bin, waren 300. So in etwa. Oder 100. Das war meine Untergrund. Verlassen. Es ist 10 Uhr und schon 23 Grad. Hier sieht es ziemlich eben aus. Aber Richtung ungarischer Grenze, wo ich morgen noch hinkomme, geht es wieder bergan. Weil von dort, von Osten her
wieder die hohen Berge kommen. Ich bin im Hotel in Michaelove angekommen. Nur ein Blick auf das Höhenprofil. Ich startete in Humane bei 146 Höhenmeter und nach 28 Kilometern in Michaelove kam ich bei 115 Höhenmeter an. Und ich bin immer noch in den Karpaten. Es ist früh morgens. Jetzt nochmal Blick vom Balkon. Er ist vergittert. Er befindet sich im 9. Geschoss. Sehen ist jetzt die Fußgängerzone. Was das direkte Altstadt ausmacht. Wie in jeder Stadt gibt es jede Menge Hochhäuser. Heute ist der 8. Juni. An diesem Tag fahre ich über die Zempler Berge bis zu meinem Etappenendziel, wo dort allmählich die Bustour beginnt. Mit Erreichen der Bustour endet auch die Fahrt über oder in den Karpaten. Das war meine Unterkunft. Es ist 6.30 Uhr. Heute mache ich bei Zeiten los. Die erwarteten Temperaturen an diesem Tag sollen die 30 Grad Marke knacken. Ich habe Michaelove verlassen. Wenn ich mich hier so umsehe, wecken in mir Zweifel,
ob das wirklich alles noch zu den Karpaten zählt. Seit einer Stunde habe ich keinen einzigen Hügel gesehen. Hier bei der ersten großen Pause ist die Ukraine noch näher wie Ungarn. Im Westen tauchen die ersten Erhebungen der Zempelener Berge auf. Aber von den Karpaten Hauptkamm ist noch nichts zu sehen. Ein gutes hat es, der Karpaten Hauptkamm. Dort geht es dann mächtig hoch bis über 1000 Meter. Bei den Zemplerer Bergen nur 600. So in etwa. Nun geht es durch bewaldetes Gebiet. Man fragt sich nur, wie lange. Weinberge in der Slowakei. Bestimmt eine Seltenheit. Die ungarische Grenze rückt in greifbare Nähe. Für mich enden nun auch die Karpaten. Übermorgen von Miskolc den Zug nach Budapest werde sie noch einmal streifen. Und von Weitem ruft die Busta. Ich bin in Ungarn.
Heute habe ich mich zum dritten Mal gedreht. Heute früh ging es nach Osten, dann nach Süden und nun Richtung Westen. Ich fahre jetzt in Richtung Türkei. Und man sieht immer noch die Berge der Karpaten. Hier sind deutlich mehr Hügel, wie wo ich losgefahren bin. Also die Karpaten lassen sich doch nicht so leicht verabschieden. Ich bin im Hotel in einer kleinen Gemeinde angekommen. Es liegt in etwa 20 Kilometer Luftlinie von Türkei aus entfernt. Nur ein Blick auf das Höhenprofil. Ich startete in Michaelhofe bei 115 Höhenmeter. Von hier aus folgte eine ziemlich ebene Etappe, wo ich dann hier in die Zempener Berge kam. Hier ging es dann mal hoch auf fast 200, dann wieder hinab. Hier war dann der Grenzübergang. Dort ging es mit der Höhe. Also mit der Steigung. Und hier zum Schluss hatten mich die Zempeler Berge wieder. Und so kam ich bei 148 Höhenmeter hier an. Also bin ich jetzt höher, wie ich losgefahren bin. Gedacht hätte ich es gerade andersrum. Ich möchte nochmal auf einer größeren Karte den Hauptkamm der Karpaten zeigen. Er fängt hier an, über die Slowakei, geht dann weiter in die Ukraine, einen großen Bogen nach Süden, hier ist Rumänien, Serbien, sieht aus wie ein Halbmond. Und wo ich dieses Jahr war, betrifft nur diesen Teil der nördlichen Karpaten. In den südlichen Karpaten, dann war ich, wo ich in die Donau gefahren bin, und in die östlichen Karpaten sind dann noch offen. Und morgen folgt dann der Gesamtrückblick über die Karpaten, wie ich sie bereist habe. Hier ist nichts mit Buch.
bewusster Ebene, was ich heute früh noch angenommen habe. Heute ist der 9. Juni. An diesem Tag beginnt die letzte Radetappe. Ich führe mich von hier nach Miskolc. Sie wird erstens deutlich kürzer sein, wie hierher. Geht 95 Kilometer. Und in Miskolc beginnt ein weiteres Gebirge, nämlich das Bück-Gebirge. Das war meine Unterkunft. Ich habe die kleine Gemeinde, die in der Nähe liegt, von Tokaj verlassen. Als ich an der polnisch-slowakischen Grenze Richtung Osten gefahren bin, fahre ich jetzt nun in die andere Seite. Wo ich losgefahren bin, liegt auf dem Hauptkamm noch Bareljow. Und bei meinem Etappenendziel in Miskolc schon Zakopane. Am Wegesrand. Burschenstraße. Da sind zwei. Da sind noch einmal drei. Und genau über mir noch eins. Ein kleines Stückchen weiter gibt es noch einmal zwei Horste. Hier ist der Abstand zu Tokaj. Und 20 auf 6 Kilometer zusammengeschmolzen. Das ist aber nicht mein Weg.
Halbzeitpause. Hier ein schattiges Plätzchen zu finden, das ist gar nicht so einfach. Eine Kirschplantage. Ein Blick übers Land. Sieht zwar eben aus, aber ist es nicht. Das Bückgebirge ist jetzt ganz deutlich zu erkennen. In ihr liegt auch der höchste ungarische Berg, aber er ist aus meiner Reichweite. Ich bin in Miskolc angekommen. Bloß gut, dass heute Wochenende ist. Die Einfahrt in die Stadt hat mich sehr stark an Selinja erinnert. Ich startete heute früh morgens bei einer kleinen Gemeinde bei Tokaj bei 148
Höhenmeter und nach 69 Kilometern erreichte ich Miskolc bei 125 Höhenmeter. Es war nicht so üblich, wie es hier dargestellt ist. Ein Blick auf die Großkarte. So bin ich in den Karpaten gefahren mit nachweislich 853 Kilometern darin zurückgelegt, wenn man die Wanderung zum Meerauge abzieht, dann sind es 793 Kilometer an 13 Tagen. Es sind nicht alle Etappen auf dieser Karte verzeichnet. Von Ticin an der Elbe über die Sudeten weiter in den Karpaten bis hierher nach Miskolc bin ich nachweislich 1444 Kilometer gefahren. Nachweislich heißt dort, wo das Navi exakt die Tourkilometer aufgezeichnet hat. In Sudeten hat es ab und zu mal gehängt. Man kann auch sagen, die DM-Tour von Ticin bis Miskolc. Ich möchte ein paar letzte Worte zu meiner 28-tägigen Wanderung erzählen. Erst war es kühl, dann angenehm und zum Schluss viel zu warm. Und mit 80% aller Tage auch viel zu nass. Ich hatte fast alles dabei. Im Tiefschnee bis in den Morast zu versinken. Von lauten Transitstraßen bis zu idyllischen Forstwegen. Von dichten Wäldern bis zu monotonen Ackerflächen. Es ist immer schade, wenn eine Reise zu Ende geht. Manches habe ich mir anders vorgestellt, aber schön war es trotzdem. Bis zum nächsten Jahr. In der Stadt. Heute ist der 10.06. An diesem Tag fahre ich mit dem Zug nach Budapest. Somit beginnt der erste Teil meiner Heimreise. Das war meine Unterkunft. Nun geht es zum Bahnhof. Also von der viertgrößten Stadt in die größte Stadt.
Und das ist der Bahnhof. Da mir nicht heute langweilig werden sollte, ist ab Hatfan Schienenersatzverkehr. Also geht es mit dem Bus, aber mit dem Fahrrad, mit dem Bus hinein, das geht nicht. So muss ich jetzt mit dem Fahrrad in Richtung Budapest weiterfahren. Ich bin in Budapest. Nach der Radetappe folgte die Zugetappe, wie das auch die Straßenbahn war. Und die letzten 6 Kilometer geht es wieder mit dem Rad zurück. Das nennt man eine chaotische Anreise. Im Stadtzentrum. Mit 3 Stunden Verspätung bin ich im Hotel in Budapest angekommen. Frühmorgens fuhr ich dann 3 Kilometer zum Bahnhof. Dort stieg ich in den regulären Zug ein. Er fuhr 160 Kilometer bis Hatfan. Von Hatfan folgten dann 30 Kilometer, bis ich dann den Ort, wo die Straßenbahn fuhr, erreicht habe. Dort legte ich mit der Straßenbahn noch einmal 30 Kilometer zurück, bis kurz vor Innenstadt Budapest. Und dann folgten die letzten 6 Kilometer. Das macht am Tag von Miskolos bis hierher 229 Kilometer. Die ganzen Daten sind etwa. Bloß gut, dass ich hier in Budapest schon zu Hause das Hotelzimmer mit eingeplant habe. Und nicht gesagt habe, von Miskolos gleich weiter zu fahren nach Hause. Der Zug wäre ja planmäßig ja 12 Uhr hier gewesen. Sagen wir 13 Uhr weitergekommen wäre. Das hätte ich vergessen können. Ich war 3:30 im Hotel. Da hätte ich ernsthafte Probleme bekommen mit den Verbindungszügen von hier aus dann weg. Es
2013 war das letzte Mal, wo ich in Budapest war. Heute ist der 11. Juni. An diesem Tag beginnt der zweite Teil der Heimreise. Es ist geplant, von hier aus zum Bahnhof zu gehen, von dort aus in den Zug zu steigen, der mich in das 800 Kilometer entfernte Dresden bringt. In Dresden geht es dann weiter nach Leipzig. Mal sehen, ob heute alles glatt läuft. Das war meine Unterkunft. Es war auch die letzte. Auf den Bahnhof. Ich habe Budapest verlassen. Nun folgen 9 Stunden ohne Umsteigen. Donau stromaufwärts. Nach 2 Stunden wieder in der Slowakei. Nach fast 3 Stunden in Bratislava. Nach 3,5 Stunden wieder in Tschechien. Es ist kurz nach 11. Bei Brünn. Sechseinhalb Stunden bei Kolin.
Räder. Der Kreis schließt sich. Ich bin gleich in Tschechien. In Deutschland wieder. Normalerweise sollte die Uhrzeit schon in Dresden sein. Ich bin auf dem Weg nach Leipzig. In Dresden Hauptbahnhof habe ich Mittag gegessen. Der Eurocity Express hatte 30 Minuten Verspätung. Nun bin ich in einen Schnellzug eingestiegen. Ich bin zu Hause angekommen. Von Leipzig, gar Hauptbahnhof, nach Hause bin ich mit dem Rad gefahren. Das war die schnellstmögliche Verbindung.